So, jetzt fahren wir das Ding von hinten. Nö. Achso, doch, können. Ja, fangen gleich nochmal, ja. Was fahren wir? Murcielago. Marschelago. Ach, hast du übrigens das Ding schon gesehen? Ja klar, das Ding habe ich sofort Ja, entdeckt. hier, Qualifying. Nein, habe ich noch nicht. Oh, Oh, schade. wieso? War es interessant? Jetzt bin ich aber beinahe gespannt. Ich hatte angefangen, es zu Ja. gucken, nur leider lief es auf ORF. Und ORF hat irgendwie echt keinen Bock auf Bandbreite. Das heißt, das ist dann so alle 5 Sekunden ein Tonaussetzer. Dann dachte ich mir, okay, scheiß drauf, das gucke ich jetzt nicht weiter, das macht keinen Spaß. So, das gucke ich mir nachher an, wenn die Aufnahme zu Ende ist, wenn das Poly zu Ende ist. Dann gucken das ja weniger Leute parallel. Und dann reicht deren Bandbreite auch. Ja, ist. Wo geht's lang? Erst links, dann rechts. Das ist aber fast immer so. Ja. Und im Zweifelsfall einfach immer Meteor hinterher. Ich guck mir immer den spanischen Kanal an, die haben irgendwie kein Bandbreitenproblem. Ja. Ihr meint, Spanisch ist so schlecht. Ja, ich brauch's halt nicht und die Zeit guck ich mir so an besser, also ne, nur die Statistiken, die reichen mir schon. Video. Oh ne, ich finde die Berichte und sowas, die da erzählen, schon immer ganz interessant. Obwohl ORF ist halt eben auch echt nur zweite Wahl. Servus-TV macht das einfach wirklich besser. Aber die wechseln sich halt eben ab, ne? Also die Hälfte der Rennen ist bei denen, die andere Hälfte ist bei denen. Das Gegenfahren. Da finden wir eine Bestzeit, sehr schön. Hä? Warum haben wir eigentlich alle drei die gleiche Farbe? Das ist ja mal ein zufälliger Ah, Random. es sitzt so lange im niedrigen Gang gefahren. Was ist denn das? Bist du das? Ja, das musst du doch sehen. Ach. Ach, komm, ey. Ach so, war ich bei dir noch hinter dir? Bei meinem Bild war ich schon Ich eine dachte, du ganze wärst Weile vor vor dir. mir. Ja. Ja, ich dachte auch, wär vor mir, aber dann habe ich mit dem Ohr. Hat er nicht gewechselt, wahrscheinlich. Der Meteor ist noch, der war noch ein gutes Stück noch weiter vorne. Also, das Rennen. Also, was heißt das? Die Qualität lohnt sich, musst du bis zum Schluss bleiben. Glückwunsch, Mehr du sage ich bist aber nicht. Zweiter. Guck dir aber das Dritte an, das reicht ja schon. Nein, ich gucke mir die Vorbericht, die drei Qs an und den Nachbericht. Brauchst du nicht, nur den dritten Q brauchst du. Nein, alles. Muss doch schnell gehen. Alles. Wieso muss es schnell gehen? Ja, weil du es morgen erst um gegen für 14 Uhr ansehen musst. Nö, das kann ich heute Abend noch angucken. Ja, kannst du. Das Problem ist nur, was mache ich mit dem Rennen? Weil wenn das wieder so scheiße ist, kann ich das Rennen morgen nicht live gucken, dann muss ich das Rennen auch verzögert gucken. Echt Ja, nervig. leider wird sich das Rennen lohnen. Oh, es hört sich sehr interessant an. Ja, sehr. Ich meine, Wenn ich hätte es morgen mir der so oder Start so von dem. angeguckt, aber. Ja. Also den DX11-Renderpfad zu nehmen, weiß ich nicht. Das Spiel hat Probleme, 40 Frames zu halten. Hä? Wer hat was von Ja. DX11 gesagt? Ich habe da DX11 eingestellt. Ah. Bringt das überhaupt Auch. irgendwas? Ich wollte sicher gehen, dass es läuft. Ah, das Spiel hat übrigens echt auch Schwierigkeiten mit der Grafik-Engine. Das hat Demon mir irgendwann mal gesagt. Ich habe es dann nachher auch nochmal nachgeguckt. Wenn du in der Aufnahme guckst, die einzelnen Bilder, da kommt es dauernd mal vor, dass einfach zwei Bilder nacheinander exakt identisch sind.
Und das ist halt eben so ein Mikroruckeln. Und da kannst du auch von mir aus 100 oder 150 FPS gehabt haben, kommt trotzdem dauernd vor, dass einfach zwei Bilder nacheinander einfach exakt gleich sind. Und das macht's dann halt nicht einfacher. Gut, also hier waren jetzt viele Fehler mit der Gangschaltung drin, würde ich mal sagen. Oh, wir sind eine ukrainische Flagge, sehe ich gerade auf der Karte. Gut, das habe ich schon vor Monaten gesagt, dass die ukrainische Flagge hier am scheiß Map sind. Nein, nein, nein. Das meinte ich gar nicht. Ich meinte, die Farben unserer Autos ergeben auf der Karte eine ukrainische. So. Wieso ist... Was mache ich da falsch? Dein Platz ist da, wo der Platz sein sollte. Oh, nichts machst du falsch, nichts. Meteor hat was falsch gemacht. Aber wieso ist der da einfach an mir vorbeigefahren? Ich meine, vielleicht war ich nicht super, aber irgendwie einen Fehler hatte ich jetzt auch nicht. Achso, und da du ja immer jammerst, als Warnung für dich, das ist die Punkt-zu-Punkt-Strecke. Also wo es ja, ja anders lang geht. Ich seh's. Warte, war sehr höflich von mir, hä? Ja, das war mir irgendwie bekannt, ja. Tja, das war mir klar, das hätte ich noch nicht gesagt. Ich würde dir ja keine Vorinformationen geben, die dir was bringen. Oh Gott, ich bin im vierten geblieben, das hat sich fürchterlich angehört. Ich hab's versucht. Vorher ja, ich auch. Nur leider bin ich mehr abgeflogen als wie du. Unten oben, unten oben! Ja, ich mach das Gegenteil von dem, was du machst. Das ist gut oder schlecht? Gut, fühlt sich gerade nicht an. Aber hier habe ich gebremst. Ja, das hätte ich vielleicht auch machen sollen. Ich habe die Helligkeit auch meines Monitors immer hochgedreht. Das war ist die ganze Zeit egal. War die ganze Zeit aber auf 50. Also es gibt Strecken, wo das hilft, aber auf der hier ist es ja relativ egal. Ja, dreh ich ja nicht pro Strecke, ne? Oben. Nee, aber. Jetzt habe ich gewonnen, das ist scheiße. Jetzt muss ich mit den Grafikeinstellungen leben. Jetzt musst du aber was leben? Ja, mit DX11. Wieso? Ach so, hey, du könntest dich du könntest ja nochmal kurz das Spiel verlassen und was umstellen und. Nee, nicht mehr, ich lebe jetzt damit.
Ich meine, noch hast du nicht gewonnen, ne? Erst wenn das Spiel wirklich zu Ende ist, also wenn alle im Ziel sind, dann zählst du. Noch hast du die Chance rauszugehen. Sind noch nicht alle im Ziel. Noch ist es quasi gar kein richtiger Sieg. Noch nicht bestätigt ich worden. Lass es mir heute nicht nehmen, ich werde mich da durchbassen jetzt. Na, schauen wir mal. Fehlt noch hier? Wer ja, fehlt? Ihre Solo. Da ist er. Du bist Zweiter. Diese emotionale, glückliche Stimme. Du hast gewonnen. Nein, er sagte, halt. Du bist Zweiter. Nein, nein, du hast gewonnen, eindeutig. Aber diese dumme, dieser Mensch, der so glücklich war. Oh. Gut. Ich weiß nicht, um was gehen muss. Kommt der näher? Meteor. Naja, ist jetzt gerade erst der Start und so. Und sein Ping wahrscheinlich. LOL! Mein Gott, hat er Bremsen! Also ich stand wirklich instant. Aus irgendwelchen Gründen. Ich ganz verstehe, aber gut. Diesmal ist mir die aber nicht gecrashed, wie ärgerlich. Okay.
Hätte man ein bisschen besser machen können. Muss man aber nicht. Ich habe die Komfort-Fahrwerkseinstellung genommen. Hört sich nicht schlecht an. Dafür souverän Dritter. Und kein Tropfen Kaffee verschüttet. Nee, und Benzin auch nicht. Das ist toll. Ja, das Benzin ist ja am Tank, das verschüttest du ja nicht. Nicht mal verbraucht. Ich bin mir ganz sicher, dass das Auto hier ohne Benzin fährt. Bin noch nicht ganz sicher wie, aber glaube Strom. Was verbrauchst du für Strom? Warte, was verbrauche ich gerade? 200 Watt vielleicht? Weiß ich nicht. Für was? Dein Rechner braucht mehr. Für das Spiel? Nee. Nein, weniger. Obwohl, na gut, der läuft ja nicht auf Vollleistung. Ja, okay. Obwohl, na, allein der Bildschirm. Ja, ich glaube, das könnte vielleicht 100 Watt sein, ne? Ja. Wer weiß. So warm wie der wird. Genau, diese Bildschirme brauchen auch echt Strom. Naja, 100 Watt vielleicht nicht, aber keine Ahnung. Das haut schon hin ein bisschen, glaube ich. So, jetzt haben wir alle einen Sieg, außer Ere Scholo. Na, das wird wohl nichts. Das könnte jetzt schwierig werden. Da muss er jetzt Geduld aufbringen. Cobra. Die fallenden Winde. Das Ding mit Abkürzung? Ja, geradeaus weiter. Das ist der mit dem Wendekreis, ne? Super, ja. Gott. Knapp hochschalten sollte man nicht mit der Kiste. Bin mir nicht sicher, ich habe mich dann in der Bergaufpassage zum Runterschalten entschlossen. Weiter? Bitte? Bist du welcher Platz? Ja, ich bin in der hinter dir. Also, noch hinter dir. Ich drifte, scheiße. Ja, ich kann es aber irgendwie nicht nutzen. Das kann ich vielleicht nutzen. Ich schaff's einfach nicht, die Kurve. Oh, so wird das nichts mit Erich Rolos ersten Sieg. Nee, er konzentriert sich eher auf reale Rennen.
Ach, da ist er wieder. Auch im realen Leben hat er nichts geschafft, tut mir leid. Also das Hochschalten in den vierten lohnt sich definitiv nicht. Hätte es mal lieber bleiben gelassen. Ja, habe ich schon im erster Runde rausgefunden. Ja, yeah, es klang scheiße. Ich war mir da noch nicht, ich hätte mir da noch nicht angeschaut, was die Topspeed vom dritten ist. So, bin weiter gerutscht wie du. Ja, ich bin gegen die Wand gescheppert, aber das macht ja nichts. Also nach Stadtziel zumindest nicht. Mit erhöhten Helligkeit habe ich ein ganz anderes Spiel. Nicht mehr so dunkel. Skyfire tritt bei, sagt Hi und geht wieder. Da muss man jetzt aber beeilen, um die Settings noch schnell anzupassen. Ah, da ist er wieder. Ja, nur um gleich die neue... Ach nee, kommt auch mal vor, übrigens. Mit einem schnelleren Auto. Haha, siehst du, hab ich ja gewusst. Das ist jetzt die Challenge, die wir haben. Jetzt ab sofort, wir wählen, also welche Klasse vor. Abgehoben, bisschen. Ach komm, ey, so eine Kiste. Ach! Auf hier ist unsere Wand. Downforce. Pff. Lol, mitten auf der Strecke, Alter. Kann doch nicht wahr sein. Also, ich hab den Stein da in Erinnerung, aber eine extra Wand wüsste ich jetzt auch gar nicht. Und Witz, ey. Da habe ich da halt eine gefunden. Du darfst jetzt so ein Gedenkfähnchen draufstellen. Das ist quasi der Entdecker der Wand. Ich kotze. Oh.
Warum das denn? Meteor crasht auch noch, oder was? Hä? War ich nicht gerade noch Dritter? Wer ist denn da noch gecrasht? Keiner. Also meine Warum Anzeige bin ich jetzt Erster und ich habe... Welchen Platz bist du denn? Ich bin Vierter. Skullfire ist vor mir. Also bist du mindestens Zweiter oder Erster? Na, aus meiner Sicht. Ich denke, ich bin Erster, weil Meteor war auf einmal langsam. Ich bin an ihm vorbeigefahren, aber ich war doch davor erst Dritter. Also muss das Meteor gecrasht haben, der war Erster. Und wer auch immer Zweiter war, wahrscheinlich dann Niemand Skullfire. War Zweiter. Bitte? Niemand war Zweiter. Niemand war Niemand? Zweiter. Aber es ist auch niemand, das ist zu wenig. Mann, du warst du. War Skullfire die ganze Zeit vor dir? Ja, da war kein... Okay, dann war ich vielleicht Zweiter und gar nicht Dritter. Der Sieger! Hat der Port weiter, hat nicht geklappt. Siehste, Platz 2 hat nicht geklappt. Shenik Drive vorwärts. Warum nicht? Was ist denn das Auto? Ach da. LK. Ja. Dann mal lieber Automatik. Mit dem CLK, ich weiß ja nicht. Wo lang? Rechts. Bin ich falsch? Nochmal rechts! Oh Mann, das gibt es doch nicht! Das gibt es doch nicht! Oh Mann! Damit hatte ich jetzt aber echt nicht gerechnet. Thank you.
Boah, bin ich hier feige durchgefahren. Aber kann man sich halt leisten, wenn Soul irgendwo Picknick machen geht. Ja, das sieht dann wohl nach einem Timeout aus. Wenn er keinen Bubu macht am Nachmittag, ey. Mann. Weiter durch. Ja, wir warten auf den Timeout. Ja, ja. Einer fehlt noch. Einer kämpft sich noch bis zum Ziel vor. Er hat noch ca. 15 Sekunden. Komm gleich wieder. Was? Bist du rausgegangen? Glückwunsch, ja, du bist erster. Das war echt nur noch 15 Sekunden. Ja. Komm gleich wieder. Ich teste nur gerade. Das ist jetzt an DXL. Kannst du auf DirectX 13 stellen oder 17 oder was es da dazu gibt. Ja, ich bin gerade am Testen. Mann. Oh, TS50. Ich sah das so aus, als ob die Scheiße dazu wäre, ey. Begrenzung, weißt du, so diese. Oh. Ich war mir klar, dass das aber falsche Richtung ist. Ja, mir also, auch. Weil die Kurve ist dieselbe. Also, ne, rechts. Das geht ein langer Bogen, rechts. Ja. Ja. Kotzen, Alter. So absolut kotzen. Ja, da habe ich Glück. Da muss ich netterweise normalerweise nie drüber nachdenken. Ja, aber auch immer. Wahrscheinlich einfach früher zu häufig von den HP2-Strecken geträumt. Da komme ich nicht von der Strecke. Geht aber nicht mehr so ganz wie immer. Also einmal im Traum, wo ich überhaupt nicht danach wusste, ob es real war oder nicht, obwohl es ganz klar war, dass es nicht real war. Aber der einzige Traum, wo ich sagte, Mensch, das ist real gewesen. Und ein Traum war von vornherein klar, das war ein Traum. Aber die Enterprise ist nun mal nicht real. Aber es kam mir real vor. Okay. Ohne Witz. Und das war heftig. Und das Bild war eher so eine Art Gitterstruktur mit diesen computergenerierten Kugeln. Cool. Wenn du so kennst, diese frühen 90er-Dinger, weißt du, diese Rendergrafik mit Kugeln und sowas, weißt du, diese glänzenden Dinger. Und da bin ich durchgeführt und ich wach auf und für mich war das real gewesen. Ne, dieses Gefühl, absolut real, hier und jetzt, hatte ich aber in keinem anderen Traum mehr. Nur das, was absolut unreal war. Ein Enterprise-Kugelbesuch. Nicht schlecht. Ja, das war schon besser.
Der Himmel ist grau, der braucht keine Wolken, kann das sein? Oh, ich habe andere Texturen so gesehen. Schwer zu sagen, bei mir ist alles voller Wolken. Also, vorne ausgerichtet, null Wolken. Im Spiegel habe ich hinter mir Wolken. Nein. Ohne Witz, ich sehe, vielleicht ist es nur zu niedrig, nee, aber ich habe hinter mir Wolken. Also normal macht man den Spiegel so, dass man die Kamera quasi kurz nach hinten dreht, ein Foto macht ohne Witz, das Foto als Textur in den Spiegel reinlegt. Ohne Witz, ich sehe bemalten Hintergrund. Ja, dann ist entweder hinter dir wirklich Wolken, das kann ja sein, dass die Wolken nur an gewissen Teilen des Himmels zu sehen sind. Ich sehe entfernt, im Rückspiegel, nur da entfernte Wolken, entfernte Inseln, also entfernte andere, ne, hinter dem, aber im Spiegel nichts. Interessant. Na gut, aber kann durchaus sein, dass das auf der Strecke, auf der Textur der Strecke halt eben, auf der einen Seite sind Wolken, auf der anderen Seite nicht. Also siehst du halt nur, wenn du in eine Richtung guckst. Gar nicht, nichts. Ja, wie gar nicht, nichts. Alles grau. Links und rechts ist einfach nur, fällt mir jetzt einfach mal auf. Ach so, aber dann ist es vielleicht kaputt, dann ist die Settings nicht hoch genug vielleicht. Das ist, höher geht's gar nicht. Wo ist denn mehr Detail, im Rückspiegel oder im nach vorne gucken? Im Rückspiegel? Also, aber den Rückspiegel, den ich jetzt hier gerade angucke, von wem das auch immer ist, so gut ist der Rückspiegel, aber es ist schon seltsam. Fällt mir gerade nur so auf. Sollte man mal recherchieren. Also ich habe definitiv nach vorne auch im Himmel Wolken und im Rückspiegel sehe ich jetzt auch gerade Wolken. Aber ich habe eine andere Streckentextur, so gesehen, ja. Bei mir sind in beiden Richtungen Wolken zu sehen. Muss ich mal gucken. F50. Ja, ich schalte einfach mal. Sehe nicht. Ja. Ich glaube, ich mach mal Automatik. Ach ja, warum nicht? Ich hab halt, ich will nicht, ich will keine Abkürzung fahren. Nein. Das ist doch Luschen. Die sind auch gefährlich, die Abkürzungen teilweise. Ja. Ne? Wohingegen ich lieber auf der freien Strecke crashe. Ja. Es. Okay, das wird nichts mehr. Oh, Meteor ist die Abkürzung hier vorne nicht gefahren. Skyfire führt. Ich crashe die an. Oh, wie eng. Meteor holt sich's wieder, oder was? Oh Mann, wenn ich nicht in die Wand gecrashed wäre, so bin ich nur Dritter geworden. Meteor crasht, wird Dritter und holt sich's wieder. Ich glaub's nicht. What?
Ich bin hoffentlich heute noch mit mir im Reinen. Alles gut. Du bist Ritter. Wir sind vergnügt und froh. Der McLaren, wie schön. Ja, der hat heute auch eine kleine Rolle gespielt im Qualifying. Der ist bestimmt auch mitgefahren, mit zwei Autos wahrscheinlich sogar. Überzeugt. Ich bin zu. Die gute Nachricht ist, da sind ziemlich viele gecrashed. Ich habe meinen Crash strategisch klug schon vorher gemacht, so war ich an der Stelle langsam. Ich crashe jetzt und habe nächste Woche hoffentlich keinen Crash. Nächste Woche die crashfreie Woche. Ja, wer nächste Woche crasht, muss aufhören. What? Ja, ja. Ja, aber dann fahre ich nächste Woche nicht mit. Dann mache ich auch keine Crashs. Fertig, Problem gelöst. Ja, es ist dieselbe Hupe. Hier hört sich von jedem gleich an. Müsste aber nicht immer hupen, nur weil ihr hupen könnt. Du hast das Rennen gewonnen. Ja, wenn man weiß, wo der Knopf dafür ist, kann man es ja mal machen. Die haben wir doch eingestellt, freiwillig. Hätte man sein lassen können. Wobei, irgendwas muss man eigentlich schon, glaube ich, ne? Das ist so. Puh, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Vielleicht muss es auch gar nicht binden. Komm, Stuhl nach vorne, so. Ein Turbo. Turbo. Immer ein geiler Sketch, wo ich einmal gehört, irgendwie so. Muss dabei überlegen, was es war. Das fällt dir nie wieder ein. Tropical. Oh, mal die Lüftung wieder an.
Oha. Mann, ihr battelt das da hinten aber auch wirklich aus, ja? Halb. Halb und halb. Gangwahl. Boah, Alter! Die Kurve heute. Ja, gut habe ich sie auch noch nie getroffen. Irgendwie mal ordentlich abgeprallt. Komm, ey! Hat ein breites Heck, die Scheiße, ey. Oh, wer ist denn da direkt hinter mir? Meteor. Warum? Unaufhaltsam. Jetzt ist er vor mir. Warum? Alter, ich kotze auf den letzten Metern. Mal kurz. War gar nicht mehr da. Gamepad-Setups durch hier. Was haben wir denn da? Das hatte ich gar nicht gemerkt.
so. Glückwunsch, du bist Zweiter. Ein Zehntel. McLaren F1. Bist du demnächst wieder da? Sprich, soll ich kurz warten? Ach, du bist ja schon wieder da. Aber du hast es fast gekriegt, so wie es aussah. Ich nehme mal kein LM als Ausrede.
Leiter verloren. Wieder so ein dummer Crash. Ja, ja. Ach, guck. Was macht eigentlich die Festplatte? Die blinken ja nur noch. Ja, wahrscheinlich ist da der neue Treiber gerade dabei, die ganzen Dateien zu verschlüsseln. Ja, aber mal ernsthaft, was machen die heutzutage noch im Hintergrund? Ja, was macht Windows da? Also, wenn du den Index nicht ausschaltest, dann indiziert er die Dateien. Damit die Suche schneller geht. Ja, wer will denn das? Ja, ja muss ich nicht, deswegen mache ich es aus. Musst halt ausschalten. Kannst du den Eigenschaften von dem Laufwerk machen. Dauert so eine halbe Stunde, weil das irgendwie für jeden Ordner einstellen muss oder keine Ahnung, so ein Scheiß. Kenn ich schon mal gemacht, glaube ich, lange her. Was kommt jetzt für ein Auto? Los, wo ist das Auto her? Wo ist das Auto? Ein McLaren Speedster, meine ich da gelesen zu haben. Ich denke ja. Ja, ansonsten sind da irgendwelche lustigen Hintergrunddienste. Vielleicht macht der Virenscanner auch mal irgendwas. Ja, nur Windows halt, ein Virenscanner, ne? Naja, ist ja auch einer. Obwohl, der scannt ja eigentlich nur die Zugriffe. Mehr braucht man nicht mehr. Ohne Witz. Ja, der ist auf jeden Fall drauf, war das stimmt. Ich lass keinen Virenscanner mehr auf die Kiste. Zu früh runtergeschaltet. Geht er nicht bis 85 mindestens? Wie meinst du 85? Dritter Gang, ne? Also die Geschwindigkeit war ja deutlich über 100 schon, also seit du bist in Meilen pro Stunde unterwegs. 185, nee! Ach so. Ja. Ups! Ach. Nicht aufgepasst. So, die Kiste ist ein richtiger Abheber. Hui. Also, mir ist er hübsch gesprungen. Warst nicht schnell genug? Na, an der Stelle war ich eigentlich schon wieder schnell. Was mache ich denn hier, Mann?
Wer ist der Graue? Ich bin ganz weit hinten. So gesehen, keine Ahnung. Okay. Achso, der Graue ist der, der hinter dir ist, das Meteor. Mhm. Und dann kommt Skyfire und dahinter ich. Ich Junior mal. Mit der langsamsten Kiste. Ah. Wo ist mein Kalender? Das muss man sich natürlich anstreichen. Ja. Hupen. Das war ein Start-Ziel-Sieg, würde ich fast behaupten. Puh, das ist schön. Zwei neue. Wo immer die herkommen. Die sind gejoint. Gucken, wie die pink sind. Dann sind wir ja 7. Ach, F50. Interessant ist, dass wenn du die Ports freischaltest, da ein UTP-Port ja 10 Ports sind, ne? Ja, dass so eine da ganze quasi Bandbreite, ja. Quasi 8 Spieler reinpassen plus 2 andere Informationstool, Datendinger, ne? Ach so. Weißt du? Hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Das ist einer pro Spieler und dann noch irgendwas. Ha, interessant. Das ist interessant. Gibt dir eine Range bei diesen irgendwas. 27 irgendwas oder 18 irgendwas. Ja, weiß ich nicht mehr, aber es waren in der Tat einfach mehrere, aber nicht drüber nachgedacht, aber ja. Ja, es war eine Range von 10. Ich habe heute wieder eingestellt. Weil wir hatten nämlich irgendwann mal versucht, ob man mit Cheat Engine vielleicht mehr als 8 Spieler machen kann. Und das ging zu einem gewissen Grad sogar. Also irgendwer hat gefunden, wo das, wo man die Anzahl der Spieler einstellen kann. Und dann hatten wir einen Server, auf den 10 Spieler draufkommen konnten. Dann konnten wir sogar das Rennen, also jeder konnte ein Auto auswählen. Und danach ist abgestürzt. Also sprich, fahren konnte man nicht mit 10 Leuten, aber... Aber ja, wenn es quasi einen UDP-Port pro Spieler gibt, dann... klappt das ja irgendwie nicht. Wir dachten, es müsste die Startposition sein. Da gibt es ja dann wahrscheinlich auch nur Plätze für die ersten 8, wo die halt eben dann in der Startaufstellung stehen sollen. Aber es gibt auch noch offensichtlich extra UDP-Ports pro Spieler. Hm. Ja, und der Router sagt, es sind nur maximal 10 erlaubt, wo also eine automatische Freigabe, also hier diese ne, von bis von. Wer weiß. Nur 10 erlaubt. Ja, wenn du diese Sammeldings machst, ja, also du gibst eine Freigabe, so. Ihr, ich sag mal, Port 10 bis Port 20. Willst aber mehr machen, sagt der Router, nee, mehr wie 10 geht in dem Fall nicht. Vielleicht ja. Muss man also. Aber vielleicht ist es nur eine Idee. Dann machst du halt danach noch Port 21 bis 22, bis 30 oder so, ist ja kein Problem. Also, du könntest ja eine zweite Ebene, zweiten Eintrag machen. Mhm. Mann, ich will Nitro-Knopf. Du musst nachher mal, wenn wir aufgehört haben zu spielen, kurz auf meinen Testserver rauf, ob du da raufkommst. Ja?
Ach so, zum Port-Dings hier, ja, ja. Nee, nicht das unbedingt, aber das Spiel, da habe ich jetzt den Server auf derselbe Key gemacht, wie ich hier spiele. Und ich kam nicht rauf, möchte dadurch gegenprüfen, ob du auch rauf kannst, weißt du? Ja, hört sich machbar an. Wenn du aufhören könntest, Key zu sagen. Wieso? Key. Achso, soll ich Jay sagen? Nee, Key. Key, warum nicht Key? Weiß ich nicht, weil es Key heißt. Ach ja, Key. Ist nicht mein. Naja. Glückwunsch, du bist. Das machen die Engländer auch. Weißt du, die haben ihre Lautverschiebung verpasst. Tut mir leid. Ihre was verpasst? Lautverschiebung. Lautverschiebung? Hat was mit der Sprache zu tun. Unsere haben sie nicht mitgemacht. Was soll ich da dafür? Ich bin leicht erkältet. Ich sauf wie ein Schlosshund hier. Ja, das ist gut bei Wärme. Ich meine, nee, eigentlich hier, weiß ich gar nicht, wie viel Schlosshunde so, Hunde so saufen, aber... Ich hab einen kratzigen Hals. Weißt du, was man braucht? Belüftete Kopfhörer. Tja, klingt eigentlich... Also so aktiv belüftet, ja, nur mit Lüfter. Ja, da drunter ist irre warm jetzt. Oh, ich fahr mit zweiten los. Kann man machen. Ist in dem Auto jetzt vielleicht nicht die beste Strategie, aber kann man trotzdem machen. Lach nicht. Ja, besser als im Rückwärts. Ich schon, nicht schon. Oh, da fahren aber viele geradeaus. Bist du wenigstens nicht alleine? Nee, ich hab's ja geschafft. Ach so. Guck! Ah, da bist du ja. Ja, die Hälfte. Die Hälfte ist außen lang. Muss man mal getan haben. Und dann habe ich noch ein paar Tische umgestellt. Oh, du fliegst. Was machst du denn da? Hast du das gesehen? Seltsam in der Gegend rumgeflogen bist du. Muss du doch mal gesehen haben. Ja, das Ende habe ich gesehen. Hallo guys. Na, ja, willkommen. Dann haben wir jetzt vollen Server. Kennt ihr einen? Kennt ihr dich? Ne, der schreibt ja an alle. Achso, wieso? Hat er nicht gedacht, da findest du irgendjemand jetzt gerade hier? Oder was hat er gerade geschrieben? Dass sein alter Nickname so und so war und dass er jetzt endlich Zeit gefunden hat zu joinen. Das meine ich doch. Der muss euch kennen. Ich meine, ich würde nicht sagen, mein alter Nickname war der und der und so. Du hast viel Fremden, ja. Ich hatte auch einige im Leben. Ha, jetzt geht einer raus. Obwohl, der ist schon dreimal rausgegangen, der kommt wahrscheinlich wieder. Auf zur letzten Runde, auf zur letzten Runde. Die Wand kommt näher.
Versuch sie nicht zu berühren. Versuch es zu vermeiden, außen lang zu fahren. Die Kiste will ich bremsen. Generell die Richtung zu ändern. Was für ein Scheißauto, das hat er mal gut erkannt. Nächste Woche fahren wir Klasse 1, so. Och nein. Ach, hier standen noch Tische rum von meinem Umarrangieren vorhin, das hatte ich ganz vergessen. Das Modell versagt als Funktion des Autos komplett. Entweder das Auto ist wirklich so scheiße, oder der Hersteller hatte keinen Bock, irgendwie es günstig abzugeben, hat es teuer gemacht oder keine Ahnung. Die haben nicht genug Geld EA gezahlt. Genau, nicht genug gesponsert, dann haben sie denen halt ein scheiß Auto verpasst. Obwohl, wahrscheinlich absichtlich einfach mal irgendein scheiß Auto reinsetzen. Ach, hört doch schon auf. Wir haben sie wieder, 22 Uhr. Ach, eigentlich schon. Ist schon wieder so spät? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Egal, machen weiter. Ja, also, ist ja noch ganz schön voll hier. Oh Mann, wenn er geblieben wäre, hätten wir wirklich 8 Leute gehabt. Egal. Warte, zählt das jetzt als Sieg für Soul? Wieso? Nein. Wieso? Ja, weil Meteor ist schon draußen. Bei dir steht zwar Zweiter, aber du bist der Oberste in der Liste. Oh, gut, wie viele Rennen hab ich schon geschafft? Das, wie viel? Ja, genau. Also mindestens eins hast du, seit du zum letzten Mal gejoint bist. Wahrscheinlich genau eins. Ich weiß ja, nicht mehr. Genau, ich hab den komisch mit dem Dings gewonnen, mit dem Opel. Und ich glaube, danach bist du nicht nochmal raus und wieder rein. Zweiter. Nee. Der Sieg gehört mir. Könnte nebenan nichts mehr aufmachen. Und in der Anzeige sind es zwei. Zwei! Juhu! Ein Beschiss! Warum kriegt man nicht die Siege von dem, der verlassen wird? Ja? Hätte er nicht warten können, bis ich Zweiter bin oder sowas? Das wäre also mehr CLK. Also siehst du auch, der Kampf um Platz 2 kann echt rennentscheidend sein. Warte mal, warum die Strecke nicht gerade zweite Mal, ne? Dritte Mal? Ja, zweite.
Oder? Warte mal. Ich hab's gerade nicht offen, ich kann gerade nicht nachgucken. Egal. Palm Shitty. Ich meine, ich hab's nicht im Vordergrund, Isaac. Schön bunt hier. Schön grau. Immer schön vorsichtig fahren. Und falscher Weg und gedreht und reset. Na schön, so viel zum Thema Vorsicht fahren. Bis mein Angstgegner weg, läuft's plötzlich. Mal gucken. Ja. Ob ich überhaupt durchkomme, ne? Genau, erstmal das Ziel erreichen. Danach sehen wir weiter. Guck mal, die Abkürzung ist hier. Souverän. Ich werde versuchen, mit zwei Rennlängen hier zu gewinnen. Was sind denn zwei Rennlängen? Zwei Runden. Ich werde euch gleich überrunden. Ah, das wird schwierig, ne? Das musst du halt eben deine zweite Runde machen, während wir uns die erste noch fertig fahren. Das ist kein Thema. Ihr müsst nur crashen, ne? Ja, aber ziemlich häufig dann. Das kriegt ihr hin. Wir müssen nur wollen, ne? Ja, nee, das ist richtig. Das ist alles eine Frage der Motivation. Wenn du genug dafür bezahlst, können wir das machen. Tja, Ingame-Währung vielleicht hätte ich ihr zur Verfügung. Ich habe den Singleplayer gespielt. Ja. Nö, aber für so ein CLK in echt wäre ich da durchaus bereit, über nachzudenken. Einzelstück, ne? Ja, macht ja nichts. Besorg dir halt einen. Dann gibt's ja unverkäuflich, einen, weil er einen Platten hat. Das geht nicht mehr. Ich nehme den auch mit vier Platten. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass allein die Reifen zu kaufen ein Vermögen kostet, aber... Doch, kein Auto hier kaufen, was kaputt ist. Die haben doch irgendwann mal diesen, es war nicht Lamborghini, was war denn das? Irgend so ein Sportwagen halt in Lego nachgebaut, in 1:1. Hast du das gesehen gehabt, zufällig? Nee. Also die Lego-Firma, die das Zeug rausbringt, hat den wirklich in 1:1 nachgebaut. Und zwar fahrbereit, also man kann sich da reinsetzen und fahren mit sehr vielen kleinen Elektromotoren, also Lego-Motoren. Natürlich konnte man nicht alles aus Lego bauen, also sprich, die Reifen mussten halt eben echte Reifen sein. Da hatten sie die Preise der Reifen genannt, ich weiß es nicht mehr, aber es war brutal, ey. Bist du hinter mir? Inzwischen, ja. Aber ich habe vor, das zu ändern. Einmal kann es ja gar nicht sein, ne? Mikey war ziemlich schnell, bis er hier im Tunnel in der ersten Runde irgendwie gecrashed ist. Ja! Ah! Voll! Hör auf! Zu hupen! Ich hab noch die Zeit gefunden zu hupen. Lass mal. Ja. Ja, für die Kurve hier schlecht, aber überlebt, ist ja auch schon mal was. Sag mal, ich mache aber auch... Ist der Fluch des Ersterseins, weißt du?
Tja, das war's. Ja, ich konzentriere mich noch. Ja, das war's, ja. Ja, mach das ruhig, aber wenn du nicht gründlich crasht, also so dreimal am besten. Jetzt statt und Ziel crashen wäre schön, ne? Ja. Na, ja, ist so danach spät, du musst so ja noch dreimal crashen, damit's reicht. Gut, well, ah. Doch, eine Krähe, gra. Jetzt hole ich auf. Hab ja schon 3 Siege. Na gut, hast du streng genommen sogar wirklich, weil du hast ja vorhin eine, bevor du irgendwann rausgegangen bist. Ja, dann hätte ich jetzt 4. Nein, 3. Weil der eine 4. ist von Meteor geerbt, das war kein Sieg. Das war ein... Ich habe jetzt 3. Ja, du hast... Ich hätte eigentlich realistisch 4. gerechnet 3. Nein, ich habe... Na, 4. Eigentlich hättest du nicht 4. Eigentlich hättest du einen mehr wegen ganz am Anfang und einen weniger wegen Meteor. Macht in der Summe genau 3. Nee. Jetzt will ich auch mit Tuben. Glückwunsch! Merk gerade mal Digitalkreuz schon in der Arsch. Ich kann gut tuben. Ja. Wieso habe ich nur 3? Naja, egal. Ja, weil, ist richtig. 3. Sind ja 3. Der Computer lügt nicht, ne? Naja, also. Was haben wir? Ah, Bandquietsche. Und da quietscht die Schaltung. Ist auch nur ein Auto. Austin Martin. Mein Name ist Austin Martin. Ich heiße Ben Quitsch. Ich fahre gerne schnell Auto. Aber nicht heute. Wieso nicht? Oh, der geht doch. Erst langsam. Na. Welche Richtung? Einfach immer geradeaus. Und danach links. Der Kurve folgen, ne? Jupp. Und dann möglichst weit außen lang fahren. Ganz außen. Hier ist quasi ganz außen rechts abbiegen, wäre gut gewesen. So wie ihr jetzt macht, oder was? Na, irgendeiner ist da innerhalb der Kurve irgendwo angestoßen, ja. Ich bin mir ganz sicher, wieso ich jetzt Erster bin, weiß ich noch nicht. Ich hab da auch nur Gas gegeben. Wo die Kurve Fullspeed nehmen kann? Vielleicht sollte ich mir Abstand lassen, damit du es probieren kannst. Achso, erstmal nicht an der Wand hängen bleiben, das wäre so der Anfang. Und ihr? Herangekommen bin ich auf jeden Fall durch deine Aktion. Das ist deine letzte. Also ich bin näher an dir dran als vom Start in die erste Runde. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Welchen Gang habt ihr? Ich bin im 5. Ich auch, aber wieso kommt ihr näher? Also das ist so ein Quatsch. Dringend vorbei wollen. Nein. Das war der Blödsinn jetzt. Was für. Hallo? Ich hab dir nur Gas gegeben. Ah, jetzt denke ich nicht nach, was ich hier mache, ey. Nein, gewinn nicht. Oh, ich wollte aber eigentlich genau das tun. Kann nicht sein.
Weil da jetzt schiefgelaufen ist. Null, keine Ahnung. Das muss man wiederholen. Bitte lock aus. Also das, die gleiche Strecke wiederholen wir ja. Ohne Witz, das Dach, du und dein Lenkrad. Schiebt euch auf dein Lenkrad, gut ist. Kann durchaus sein. Ja. Schöne sanfte Kurven. Ey. Och, Mann. Lenkrad größer Styroporbobbel. Ja. Ja, dass es verschiedene Hubhöhen gibt hier. Da, guck, Mike, wie weit war der jetzt weg? Der war auch relativ nah dran, oder? Keine Ahnung, ich habe keinen gesehen. Ich guck nicht nach hinten. Nicht mehr. Ich guck nach vorne zu dir. Der Sieger! Jetzt muss ich echt nochmal Isaac in den Vordergrund holen, sonst wird das nix. Na gut, die Rundenzeit war nicht so super. Oh nee, war doch 10 Sekunden weg. Also 10 Sekunden von Skyfire weg. Und wieder der HSV. Hervorragend. Naja, besser hier als auf irgendeiner anderen Strecke. Wahrscheinlich ist es hier noch am schmerzlosesten. Schiebt der Gasfußpedal ein hier? Nö, da bin ich mir gar nicht so sicher. Der untersteuert ja wie vom, ja, als wäre er dafür gebaut worden. So, oh, nur noch 6, wer ist denn gegangen? Diggi, der schreibt doch gerade. Ach, da ist er, ja, ja. Bremse ich hier oder was? Ja, mach mal. Habt ihr alle Automatik oder wie? Ich nicht. Aber ich bin auch noch Letzter. Aber es stimmt auf jeden Fall, dass die Automatik immer einen besseren Start hat. Das kannst du gar nicht verhindern. Also wenn das jetzt alles flat ging, kann es sein, dass doch die ganze Strecke flat geht. Aber bei 2 Runden schläft mir der Fuß nicht ein. Der hat schon Schlimmeres ausgehalten. Da hat die Wand gepisst. Okay, doch nicht flat. Nee, nee. Hier niemals. Na, ich behaupte, die Kiste dreht sich um. Ja, das macht sie. Wenn es immer ein gewisses Risiko bei der Stelle, aber die Kiste dreht sich auch gerne, ja. So, dann müsste ich ja eigentlich mit einem Wallride an der einen Stelle doch komplett flat durchkommen. Und vielleicht ist der Wallride sogar schneller mit dem Auto, weil der halt die Kurve sonst nicht kriegt. Verloren? Nein, nein, alles gut. Haltet bitte Sicherheitsabstand. Also der Wall in der Stelle vorhin war definitiv die bessere Wahl. Ja, dafür habe ich den jetzt richtig scheiße getroffen, so gesehen ist es egal.
Wieder mal ein Sieg. Zum Glück jetzt. Ist ja dann quasi schon ein zweiter, oder? Ja, ich glaube plus zwei. Ja. Ach, Menno. Willst mich heute ärgern, ne? Ja. Ich glaube, mehr Namen kann er nicht nehmen. Hm? Wie mehr? Ein Buchstaben mehr und das Spiel weigert sich. Ach so, nee, im Spiel kann man mit Slash Name ziemlich lange Namen nehmen. Azek macht irgendwann nicht mehr mit. Kann sein, dass Azek das schon nicht mehr locken würde bei ihm. Wolltest du nicht Azek in den Vordergrund stellen? Hab ich. Nee, bei mir wird's angezeigt, aber es kann sein, dass es in seiner Datenbank nicht gelockt werden würde, wenn er es laufen lassen hätte. Bestzeit mit Schall und Rauch. Bin mir gar nicht mehr sicher. Oder wird's dann bei mir auch nicht angezeigt, wenn es zu lang ist? Warum denn die Begrenzung? Verstehe ich da nicht. Ja, ganz. Ja, puh, sei froh, dass es nur eine Begrenzung ist und dann nicht auch noch zum Absturz führt, wenn du es zu lang machst. Der hat sich halt irgendwo einfach einen String in gewissen Größe für den Namen reserviert. Genauso wie er ja auch 8 Felder für 8 Runden, ich meine, ja, für 8 Runden vorgesehen hat. Auch wenn man offline auch 9 Runden fahren kann. Oder nee, online sogar, ne? Man kann online, glaube ich, 9 Runden fahren oder was offline, weiß gar nicht mehr. Also ganz normal, mit normal im Spiel kann man 9 Runden fahren. Aber ein Port für jede Runde. Ja, das kann natürlich auch sein. Glaube ich aber nicht, wäre ein bisschen komisch. Aber in A6 sind es halt nur 8 Runden, also... Oh, nur noch 4. Erech Stinksi habe ich gesehen, aber es ist dann noch mehr gegangen, offenbar. Mike hat da eine ganz komische, schräge Linie, aber er ist irgendwie dran geblieben. Achso, Skyfall guckt zu, deswegen nur 4. Gibt's keine Abkürzung? Naja, hier jetzt rechts lang. Nein. Fahr du sicherheitshalber links. Hätte ich mal lieber sicherheitshalber links fahren lang sollen. Ach Gott, nee. Da steht ein rotes Auto auf der Strecke. Au, au. So, wo wäre denn jetzt eine gute Gelegenheit für dich, um zu crashen? Suchen wir die noch aus. Zum Beispiel die Links, die da vorne kommt. Die ist doch auch immer schön, da kann man außen so schön an diesen Bollern hängen bleiben.
dann bleibt eigentlich nur noch die Abkürzung. Fahr so lieber nicht. Ja, ich hab die Wand berührt. Ich fürchte, das reicht nicht. Du wirst schon nochmal die Wand berühren müssen. Da wäre jetzt der Tunnel die Gelegenheit dafür. Ich bleib auch extra lang in dem hohen Gang. Es ist nett, dass du versuchst mir zu helfen, aber es hat leider nicht gereicht. Aber ich weiß die Bemühungen durchaus zu schätzen. Ich muss es abschätzen. Ne? Du warst hinter mir, wie lange kann ich da bleiben? Ne? Ja, ja. Das habe ich damals bei Kumpels immer gemacht, wenn wir GoldenEye gespielt haben oder andere Spieler. Ich war immer leider zu gut. Also ich habe da extra, ich habe meist teilweise extra schlecht gespielt, damit die am Ball bleiben. Tja, was soll man machen? Du bist Zweiter. So, mal wieder gucken. Ein Sieg. Ja, verdammt, ist gar nicht gut. Wie viel hab ich eigentlich? 7? Guck mal. Boah, ich hab vor ungefähr 100 Jahren hatte ich 6, ja, und dann ist es einfach edel nicht lange bei 6 geblieben, dann ist irgendwann 7 ja, dazu gekommen. Ja, Meteor halt nicht ist da, das ist cool. Hab ich schon. Der hätte ja mehr werden müssen. Achso, dass du. Ja, hab ich doch, ne? F50. Ja, Automatik. Oh. Noch einen verloren. Mike weg. Ja, ich glaube, ich höre auch bald auf. Mal gucken, was danach für ein Auto kommt. Eine Abkürzung, ne? Kommst du denn her? Durch die Abkürzung mit extrem viel Schwung. Naja. Thank you.
so ein bisschen hättest du noch warten müssen. Naja, oh, das war jetzt aber echt knapp. Ja, ja, also... Verdammte Axt. Jetzt haben wir schon mal 6 Siege, du hast 7. Ja, willst du aufhören? Dann sollten wir dringend aufhören. Das kann ich ja fast dann gar nicht machen. Glückwunsch, du bist Zweiter. Also gut. Dann sagen wir 7-5 oder 7-7. Überleg mal, meine Ausbeute ist sehr, sehr viel besser jetzt, ne? 9 Rennen, 8. Ja, aber meine war am Anfang verdammt gut. Die ersten 6 Siege habe ich quasi alle am Anfang geholt. Danach ging irgendwie nichts mehr. Nee, das ist. Geht auch nicht so. Okay. Letztes Rennen? Naja, machen wir letztes Rennen. Oh, letztes Rennen. Nö, danach ist entweder 2 Abstand oder Gleichstand. Ja, du wieder das. Ach, Abkürzung ist hier. Aber das ich denke mal, ach, Point to Point ist die Scheiße. Abkürzung? Hier. Keine Ahnung. Gibt es hier Abkürzungen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich muss man da wie bei Coastal außenlang irgendwo fahren, oder? Sie ist hinter uns. Oder muss man durchs Bergwerk? Du musst rückwärts. Oh Gott! Was denn? Nix. Gang vergessen? Ich weiß nicht, gegen so einen scheiß Zaun gefahren. Weil, ja, warum nicht? Witzige Abkürzung, ganz neues Ding. Kaum gesehen. Ganz selten. Aber auch ein wirklich sehr stabiler Zaun. Ich bin im 5. wahnsinnig schnell unterwegs. Oh oh. Boah, Jungs. Vorsicht. Hä, du bist da ohne zu bremsen rum, oder was? Nein, nein. Aber du hast keine Bremslichter gehabt. Handbremse. Nur mit? Okay. Ja. Hatte ich nochmal auch Handbremse? Echt? Geht das? Ich wusste es nicht. Ich habe kein Auto. Auf was geht? Wenn du Handbremse hast, kein Rücklicht? Nein. Okay. Wofür auch? Ich meine, die ist ja nur zum Parken. Die wird ja beim Fahren normalerweise gar nicht benutzt. Achso. Das Konzept von Driften nicht verstanden. Du hast das Konzept von Straßenverkehrsordnung nicht verstanden. In Gang bist du? 7. Naja, 4. Ja, bin ich auch irgendwie. Jungs, ihr holt auf, oder was? Ja. Warum? Unser Vierter ist schneller als deiner. Ja, das verstehe ich nicht. Kann nicht sein. Das kann nicht sein. Kann nicht sein. Das kann nicht sein. Funktioniert nicht. Oh das Mann, ich bin im 4. geblieben. Da war ich mir jetzt echt nicht sicher, ob vielleicht doch der 5. besser wäre am Ende, aber... Hat gereicht. Der Sieg gehört dir. Nö. Das Fake. Das... Irgendwas cheatet hier. Das, nein, nein. Kann nicht sein. Tja, da muss man einfach die schnellere Linie und den schnelleren 4. Gang haben. Warte mal, jetzt beenden wir das Ganze hier. Also fertig heute.